Einen schönen guten Morgen und hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 25. Februar. Und wir wollen uns hier wieder mal dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen widmen, der hier, wenn wir uns den Chart sowohl links auf Stundenebene als auch rechts oben hier auf Tagesebene anschauen, das Paar oszilliert seit einigen Tagen seitwärts, ohne hier wirklich klare Impulse zu setzen. Und das ist jetzt der Grund, warum wir das Paar mal näher unter die Lupe nehmen. Da es sich hier nämlich durchaus in Bälde was ereignen dürfte, insofern, dass man hier sicherlich davon ausgehen darf, dass das Paar einen gewissen Drive entwickelt und hier nicht während der nächsten Wochen hier in dieser Range, die wir hier sehr schön sehen, unterhalb 118,50 Yen, oben so etwas im Bereich 120,50 Yen ein Deckel drauf, also grob eine 200 Pip Range, die wir hier sehen. Generell aber erst abgeleitet hier durch den ehemaligen Widerstand, der sich hier mit dem Ausbruch über diesen Niveau von 118,50 hier am 6. Februar nunmehr als Unterstützung darstellte und eben auch hier während der weiteren Februartage hier diese Bestätigung fand. Also hier das ehemalige Widerstandsniveau von Januar, jetzt hier auch zu Beginn des Januars Unterstützungslevel, wurde jetzt umformiert in eben ein solches wieder, dann der Ausbruch hier an beziehungsweise über diesen Abwärtstrend seit dem Mehrjahreshoch im Dezember. Das lud erstmal bullisch ein und dann gab es hier eben das Statement am 12.02. in Sachen dessen, dass hier die japanische Notenbank ihre Anleihekäufe, ihre Aufkäufe, ihre Liquiditätsmaßnahmen nicht weiter ausdehnen will, sozusagen das Limit erreicht war bzw. ist. Ob das so wirklich den Sachbestand weiter haben wird, das sei mal dahingestellt. Aber letztlich führte diese Nachricht zu einer gewissen Ernüchterung und seitdem ja, kommt hier nicht so richtiger Druck auf bei diesem Währungspaar. Grundsätzlich aber kein Grund zur Panik, denn wir oszillieren nach wie vor auf sehr hohem Niveau, wie wir kurz anhand des Wochencharts hier unten sehen. Der generelle Aufwärtstrend des Währungspaares durch und durch intakt. Und wie wir auch unlängst schon im Jahr 2013/2014 gesehen haben, wenn es denn Konsolidierungsphasen auf hohem Niveau gibt, dann ist das im Prinzip eine Art Kräftesammlung für einen nachfolgenden Anstieg. Und genauso stellt sich das auch hier dar. Wir haben hier im Dezember eben neues Mehrjahreshoch gemacht, knapp hier im Bereich 122 Yen. Dann ging es hier steil gen Süden im Dezember, wieder steile Erholungsbewegung. Jetzt sehen wir, oszillieren wir mehr und mehr und sind wir in einer immer enger werdenden Range. Und das ist genau das Niveau, wo wir jetzt eben aufsetzen wollen und mal schauen, was sich denn hier tut. Wir sehen, 118,50 ist ein Supportbereich. Wir sind heute Morgen leicht in diesem Bereich reingelaufen. Aktuell kommen wir wieder zurück. Das Paar selber glänzt hierbei mit einer bisherigen Tagesrange von bescheidenen 26 Pips. Im Schnitt bewegt sich das Paar so rund 80 Pips, also hier dürfte sicherlich noch ein bisschen was kommen. Gestern hat man schon mal ein schönes Momentum nach oben gesehen, was dann aber während des Nachmittags wieder abverkauft wurde. Also hier zwischen 118,50 und 120,50 Yen in dieser 200 Pip Range scheint das Paar ja, ein Range-Pair zu sein. Also hier könnte man immer wieder unterhalb oder besser gesagt im Bereich dieser Unterstützung davon ausgehen, dass der Markt wieder nach oben switcht und hier im Bereich 120, 120,50 dann wiederum darauf spekulieren, dass der Markt zurückkommt. Das wäre eine tendenzielle Idee, aber in Kürze dürfte sich hier auch gestützt durch die Saisonalität, die wir uns gleich anschauen, durchaus auch mehr ergeben. Wir sehen nämlich zum einen hier von unten herkommend von dem Januar-Tief ausgehend diesen kurzfristigen Aufwärtstrend. Hier diese Unterstützungszone um 180,50, hier diesen Abwärtstrend, den wir gebrochen haben. Wir haben hier bis jetzt hier Anfang März hinein eine ja, Kreuzunterstützung, ganz klar. Und diese gepaart mit der Saisonalität, die ich Ihnen jetzt mal zeige mit Blick auf die kommenden 20 Tage, könnte sich hier durchaus als Sprungfeder darstellen, dass der Markt hier von diesem Niveau ausgehend dann einen Aufwärtstrend Impuls erfährt, der dann mindestens bis 120,50 führen dürfte, wenn nicht sogar darüber hinaus. Sie sehen die Saisonalität für den März durchweg bullisch und insofern eine gute Basis, dass das Währungspaar sich hier weiter nach oben schrauben kann. Also es bleibt bullisch oberhalb von 118,50. Generell sacken wir natürlich hier nach unten durch, dann gibt es hier erst wieder im Bereich 117,10 hier eine mögliche Unterstützung und unterhalb dessen wäre dann hier dieser Aufwärtstrend seit Dezember natürlich im Bereich 116,60 etwa eine Alternative, aber davon darf man aktuell, muss man gar nicht ausgehen. Wir halten uns stabil auf hohem Niveau. Insofern scheint hier doch ein Absprung durchaus möglich. Gut, was sagt der Stundenchart zum heutigen Geschehen? Wir haben ja festgestellt bereits 26 bescheidene Pips. Das heißt, hier muss natürlich noch ein bisschen Momentum kommen. Rein technisch gesehen hier auch der Stundenchart seit
den letzten Tagen hier insbesondere eine klar range-lastige Geschichte. Wir sind jetzt hier unterhalb des Daily Pivot Points im Bereich der unteren Range, wenn wir das so ein Stück weit rausziehen, mal so eine Art Rechteck draus. Wir sind nahe der unteren Range und wer es denn mag, darf hier im Support Level 1 Bereich, das ist ja wie gesagt auch die Unterstützung 118,50 rund aus dem Tageschart, hier durchaus versuchen, das per Long einzusammeln, um hier dann eben auf ein Gegenmanöver nach oben zu setzen. Pivot Point ganz wichtig, da müssen wir heute drüber rausgehen, damit wirkliches Long-Potenzial sich eröffnet. Und das wäre hier oberhalb von 119,19 Yen der Fall. Dann dürften wir hier Preise in Richtung 119,75 sehen, in Richtung gestriger Tageshochs. Ansonsten eher hier ein seitwärts oszillieren erwarten. Wir haben im weiteren Tagesverlauf natürlich auch wieder einiges an News auf der Agenda. Soll heißen, gerade am Nachmittag kommen hier ja, 16 Uhr US-Neubauverkäufe, Januar und Hypothekenanträge, also Immobiliendaten heute, die sicherlich interessant sind. Dann 16 Uhr sehen wir heute nochmal eine Rede vor dem Repräsentantenhaus, aber das haben wir auch gestern schon von Fed-Chefin Janet Yellen gesehen. Also ob da heute was Neues kommt, nachdem wir ja gestern schon da Statements erhaschen durften, ist eben die Frage. Grundsätzlich aber sehen wir hier eine Seitwärts-Range, die eben hier auf der Unterseite einlädt für Long-Engagements, oben dann wiederum für Gewinnmitnahme Schrägstrich Short-Engagements oder bei einem Ausbruch eben hier deutlich über 120,50 dann hier sicherlich für weiteres Momentum sprechen würde. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es gewesen. Ich danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Würde mich freuen, wenn Sie nachher noch zum JFD Live Trading TV dabei sind und ansonsten spätestens bis morgen, heute Nachmittag dann auch noch nicht vergessen, 15 Uhr das Webinar zum Devisenradar. Also hier, wenn Sie da noch mal eine längere Beschau diverser Währungspaare erhaschen wollen, dann einfach kostenlos und unverbindlich anmelden. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kemmer.